Ja, zum einen haben wir ja die 120 Minuten deshalb gewählt, um vielen Jungs lange Spielzeiten zu geben. Ja, wir wollen uns dort immer weiter Richtung Wettkampf steigern, wo es dann eben auf 90 Minuten geht. Und heute, das Spiel war im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Ja, das muss man sagen. Wir haben ganz viele Passagen oder Phasen gehabt im Spiel, wo das eben funktioniert hat, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben hinten raus dann ein paar zu viele Fehler gemacht, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Wir haben auch die eine oder andere Chance liegen lassen. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich die Jungs eben für ihren Aufwand belohne. Aber in vielen Phasen des Spiels haben wir genau das getan, was wir von den Jungs verlangt haben. Deswegen, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch auch genügend Luft nach oben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns jetzt noch mal weiterentwickelt im Vergleich zu den letzten Testspielen. Man merkt, dass wir wirklich immer weiter Schritte gehen und auch das System noch mehr verinnerlichen. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gespielt, sehr kontrolliert. Natürlich hätten wir das eine oder andere noch besser ausspielen können. Aber wir haben Tore geschossen, wir haben gut verteidigt insgesamt und können auf jeden Fall eine Menge mitnehmen, weil auch vieles noch verbesserungswürdig ist, aber machen Schritte nach vorne und das wollen wir sehen. Es waren ja für die meisten 60, das war jetzt wirklich in Ordnung. Für mich persönlich war es gut. Ich habe es sehr genossen, jetzt endlich auch im Testspiel zu spielen. Aber klar, für die einen oder anderen Jungs ist jetzt mit jedem Tag zweimal Training schon intensiv gewesen. Das kann man schon so sagen.